Es ist nicht schwierig oder kompliziert, das Reden Gottes in unser Leben hinein zu verstehen oder zu hören. Gottes Wort, das, was er uns zuspricht, ist manchmal ermutigend, manchmal auferbauend, manchmal erfrischend, auch tröstend, aber auch ermahnend, zurechtweisend, Dinge erklärend. Und so ist es auch nicht schwierig, die Prinzipien des Reiches Gottes durch das Reden des Heiligen Geistes zu empfangen und zu verstehen. Und der Herr macht das für uns in ganz praktischer Art und Weise mitten in unseren Alltag hinein. Und so ging es mir neulich so, dass ich in meinem Garten unterwegs war und ich hatte dort viele Pflanzen zu versorgen. Und was ich wahrnahm, war, dass ein Efeugewächs sich in den Monaten und Jahren zuvor so ausgebreitet hatte, dass es mitten in die Buchsbaumgewächse hinein gedrängt hatte, um sie vollkommen zu ummanteln und sie letztendlich damit zu ersticken. Und ich versuchte nun mit aller Kraft, erst mit der Heckenschere sie abzuschneiden, dann wusste ich, das wird nicht reichen, allein das Abschneiden wird nicht den gewünschten Effekt haben, sondern die Wurzel musste rausgenommen werden, damit aus der Wurzel kein neuer Trieb kommen kann. Und so zog ich und grub ich mit dem Spaten diese Wurzeln aus, um diese Reste dieses Efeugewächses aus dem Garten zu entfernen. Ein Efeugewächs ist eine Pflanze, die andere Pflanzen ummantelt und vollkommen zu ersticken versucht. Das kann um Pflanzen sein, aber selbst vor Häusern, vor Hauswänden, vor Dächern macht diese Pflanze keinen Halt und sie hat Zerstörung eigentlich hinten mit im Gepäck dabei. Als ich da schwitzte und arbeitete, sprach der Geist Gottes zu mir über das, was diese Efeu-Pflanze im Natürlichen tut, dass nämlich Sünde genau das Gleiche in unserem Leben tut. Wenn wir Sünde Wachstumsrecht und Wurzelrecht in unserem Leben genehmigen, wird sie mit ihren Tentakelarmen alles ummanteln, was uns gehört. Sie wird die Berufung, die wir von Gott haben, angreifen. Sie wird die Frucht, die wir für das Reich Gottes haben sollten, überwuchern. Sie wird in unsere Beziehungen hineinreichen. Sie wird in alles, in unsere Berufung, in alles, wird sie sich hineingraben und es versuchen zu ersticken. Sünde wird unseren Willen kraftlos machen und unseren Geist schwach. Letztlich führt sie dazu, dass unser Glaube vollkommen eingehüllt wird in diese Arme der Sünde. Und du kannst sie nicht einfach abschütteln. Es hilft auch nicht, sie einfach nur oberflächlich, ach naja, ich mache das nicht mehr, abzuschneiden. Sondern die Sünde treibt tiefe, tiefe Wurzeln in unserem Leben. Und die Bibel spricht immer wieder über dieses Thema Sünde. Sie spricht über den Schuldbrief, der am Kreuz von Jesus zerrissen wurde, damit Sünde keine Macht mehr über unser Leben hat. Wenn du jetzt bemerkst, das ist auch mein Thema, wenn du empfunden hast, ja, stimmt, auch in meinem Leben gibt es Sünde, gibt es Schuld, gibt es etwas, was gegen Gott, gegen Jesus steht, wenn etwas zwischen dir und Gott steht, was Sünde ist, dann möchte ich dir jetzt ein Gebet vorschlagen, was du mitbeten kannst, was du dir nochmal durchlesen kannst, was du empfangen kannst, um in dem Bereich einen Schritt herauszutun, die Wurzeln der Sünde aus deinem Leben zu entfernen, dass nämlich Wachstum möglich ist. Ich möchte dir das Gebet vorlesen und du kannst es mitbeten oder später nochmal anhören und es dann mit Gott im Reinen zu haben, dass dein Leben wieder
in ein neues Wachstum kommen kann. Herr Jesus Christus, du bist der Retter und Herr meines Lebens. Ich habe verstanden, dass mich Sünde von dir trennt und böse Wurzeln in meinem Leben geschlagen hat. Du bist für meine Sünde gestorben und ich will jetzt diese Sünde vor dir bekennen. Herr Jesus, du bist für meine Freiheit und Errettung gestorben und auferstanden. Ich nehme jetzt die Verheißung deines Wortes für mich in Anspruch. Und ich bin davon überzeugt, dass wenn ich meine Sünde vor dir bekenne, du treu und gerecht bist, dass du mir meine Sünde vergibst und mich reinigst von jeder Ungerechtigkeit. Ich danke dir, Herr Jesus, für das Werk der Erlösung und Vergebung in meinem Leben. Benenne wirklich die Sünde bei Namen, nicht nur, ja, ich habe gesündigt, sondern du weißt durch den Heiligen Geist genau, in welchem Bereich das ist, wie diese Sünde heißt, welcher Sünde du Wurzelrecht gegeben hast, Wachstumsrecht über dein Leben. Und ich möchte dir das zusprechen, dass das Wort Gottes wahr ist und eine Verheißung in sich trägt. So ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Gott hat mehr für dich.